junger Mann. Okay, geht klar. Keine Krawatte. Krawatte ist weg. Nehmen wir die Brille ab. Oh, wow, Brille bleibt besser drauf. Eine junge Frau. Weil meine Schwester hat gemeint, er könnte der Mann meiner Träume sein. Wirklich? Stehen Sie und Ihre Schwester sich sehr nahe? Shit. Ein Restaurant. Ein kurzer für die Lady. Danke. Und ein Cocktail für die Lady. Und ein Dankeschön. Ein Date. Alles schön locker flockig halten, das bekomme ich hin. Also, wo kommst du her? Michigan. Oh. Und jede Menge Stolpersteine. Weißt du, es ist lustig. Meine Ex-Freundin hat oh immer nein, zu mir das gesagt, machst du nicht. Aber wenn ich ehrlich bin, stehe ich normalerweise mehr auf Bad Boys. Warte, warte, in eurer Highschool-Aufführung von Hello Dolly warst du Dolly. Seht euch das Tattoo an, was das wohl ist. Und seh ich ihr Gesicht, sagt es, ich bin angepisst. Begleitet von inneren Stimmen. Was nimmst du? Oh, ich glaube, ich nehme den Salat. Oh, scheiße, den nimmst du nicht. Warum nicht, Gabe? Salat ist was für Schlappschwänze. Er ist etwas nervig und overdressed. Der Schweiß auf seiner Stirn sagt dir, schau, ich bin gestresst. Du bei The Biggest Loser landen wirst in der Ausgabe. Ach, ich weiß auch nicht, warum ich noch Single bin. Das ist nur ein erster Eindruck. Vielleicht lieg ich doch verkehrt. Es ist nur ein erster Eindruck. Ob sich nur der Eindruck bewährt. Man kann es ja mal probieren. Doch ich bleib da im Teufel zurück. Ja, ganz bestimmt. Das könnte es tun für dich. Und mich. Und uns alle. Alle Menschen hier auf der Welt. Wenn wir es bis morgen schaffen, überdauern wir die Zeit. Riecht ein rauer Wind entgegen, sind wir doch zur Fahrt bereit. Ich weiß nur in dem Moment hier, bin ich dort, wo's mir gefällt. Ich frage mich gerade ernsthaft, vielleicht könnte doch.